Inzwischen sind über 70 Jahre vergangen. Die Generation der Täter gibt es nicht mehr. Man kann es eigentlich der heutigen Jugend nicht verübeln, dass sie sich nicht mit den Verbrechen identifizieren wollen. Aber leugnen, dass auch das zur deutschen Vergangenheit gehört, darf nicht sein. Noch mehr zu sagen. Noch mehr zur Sache kann gar nicht sein. Worunter soll dieser Schlussstrich gezogen sein? Was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht mit einem Strich ausgelöscht werden. Es handelt sich auch gar nicht um Schuldgefühle, die sind vollkommen fehl am Platz. Es handelt sich jetzt um die Sicherheit, dass so etwas nie, aber auch nie wieder hier geschehen kann. Der eminente Historiker Professor Yehuda Bauer sagte in seiner Rede im Bundestag, dass Menschen selten aus der Geschichte lernen und dass der Holocaust keine Ausnahme bildet, aber dass hier einiges hinzugefügt wurde, was es bisher noch nicht gab. Ein industrieller Massenmord, Menschen wurden recycelt. Nach der Katastrophe hat sich Deutschland exemplarisch benommen. Nichts wurde geleugnet, Antisemitismus war nicht mehr modern. Heute sind andere Zeiten. Die Welt ist voller Flüchtlinge. Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde.